Neben der Statutenreform steht diese Landesversammlung ganz im Zeichen der Europawahlen. Unser Abgeordneter Mich Lebner hat sich heute von sämtlichen Parteiämtern verabschiedet und wünschte den Kandidaten für die Basiswahl am nächsten Palmsonntag alles Gute. Es geht aber, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, auch um Frieden und Freiheit. Ein Gut, das als selbstverständlich, vor allem von den jungen Generationen angesehen wird, aber das ganz und gar nicht selbstverständlich ist. Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft und nicht eine Freihandelszone. Keine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern eine Union. Und aus diesem Grunde glaube ich auch, dass ein Staat, der nicht zur Union passt, wie die Türkei, eben nicht Mitglied in der Europäischen Union werden soll, sondern nach einer Konsolidierungsphase innerhalb der Union über eine privilegierte Partnerschaft auch entsprechend an die Nachbarschaft gebunden, so ähnlich wie die Staaten im mediterranen Becken. Wir haben in Südtirol mit der EU sehr gut gelebt. Stehen wir auch dazu. Vieles ist gelungen. Etliches nicht vollendet. Einiges leider nicht geglückt. Dabei ist auch manches auf der Strecke geblieben. Auch viel Persönliches ist da dabei. Und nun, it's time to go. Wir können nicht die Augen verschließen und so tun, als wäre Europa irgendwo ganz weit weg. Europa ist hier, ist mitten unter uns, ist um uns herum, ist in uns. Wir sind ja Europa. Wir brauchen eine starke Europaregion Tirol. Eine Europaregion Tirol, die nicht nur ein gemeinsames Büro in der Rue de Pascal in Brüssel hat. Wir brauchen eine Zukunftsvision für dieses Land, das gerade die jungen Menschen fordern. Und ich glaube, Tirol ist eine Chance, eine einmalig starke Region im Herzen Europas zu bilden. Für die Südtiroler Volkspartei wünsche ich mir, dass wir endlich wieder zu unserem Tagesgeschäft zurückkehren, uns den Problemen, Bedürfnissen und Anliegen der Bevölkerung widmen, die Wahlversprechen einhalten und glaubwürdige Politik betreiben zum Wohl der Menschen hier in Südtirol. Ich rede oft und gern mit den Leuten. Und wir alle wissen, was sie uns sagen. Wir alle hören es mehrmals am Tag. Glaubwürdigkeit ist das, was wir brauchen.